in der Prostitutionsindustrie nach Frauen, die das mit sich machen lassen. Das ist eine weltweite Maschinerie, dass immer mehr Frauen benötigt werden, denen alles egal sind. Und das sind im Regelfall eben die Zwangsprostituierten. Und nicht die, in Anführungsstrichen, Edelprostituierten, die sich einzelne Kunden aussuchen, obwohl es auch da natürlich nicht immer lustig zugeht. Aber der Bedarf wächst einfach in den Flatrate-Bordellen, wo man vorne reinkommt und im Arbeitsvertrag gut Deutsch steht drin, dass die Prostituierte bereit ist, alles zu machen, das kannst du viel besser als ich, ja. Da steht bei uns im Arbeitsvertrag schon drin und dann zahlt er da vorne 30 Euro Eintritt und darf also den ganzen Tag mit jeder beliebigen Frau machen, was er will. Und wehe, die will das nicht, was er will. Bin mal gespannt, wie das mit dem neuen Gesetz wird, wie das eigentlich wird, wenn die Prostituierte Nein sagt. Ja, das wird aber lustig. Ja, was ist das Problem? Dann beschwert er sich beim Chef. Ja, und nach Arbeitsrecht muss er sich daran erinnern, du hast hier aber... Ich hoffe, dass die Gesetze werden sich noch... Aber bisher ist das also die Realität. Ich habe die Kinder und Jugendlichen bereits erwähnt, da natürlich vor allen Dingen die Frauen, aber natürlich auch die Männer sind natürlich auch Betroffene, auch wenn sie zu einer Haltung Frauen gegenüber erzogen werden durch die Pornografie, von der wir eigentlich dachten, die wäre längst abgeschafft, sind sie natürlich zugleich auch Opfer dabei. Nicht nur, dass sie sich um einen echten Spaß bringen, Entschuldigung, ja, aber eine gemeinsame Sexualität, in der man miteinander reden kann, was einem denn Spaß macht und in der man etwas längerfristig planen kann und wo man auch problemlos mal überleben kann, wenn es mal nicht klappt und nicht gleich die Beziehung kaputt ist, die macht am Ende natürlich auch viel mehr Spaß. Ich treffe Jugendliche in Gesprächen, die wissen eigentlich gar nicht mehr richtig, was sexuelle Exzellenz für einen Spaß macht, weil die so vom Masturbieren in der Pornografie geprägt sind, dass für sie die Sexualität auch nichts anderes ist. Also in 3 Minuten ist man fertig und die Frau guckt in die Röhre. Ja? Sie sind damit natürlich auch Opfer, weil ihnen wirklich etwas entgeht. Und ich glaube, wir haben ein Tabu. Und ich bin dankbar, dass diejenigen, die die Sache von innen heraus kennen, das ist das Buch, was eben jetzt erscheint, dass die einfach persönlich anfangen zu erzählen. Und meine Erfahrung ist, Wissenschaft hin oder her, ich habe ein Buch Internetpornografie mit 1200 Fußnoten, das kaum ein Mensch liest. Ja? Diese persönlichen Geschichten, das ist das, was den Menschen, die Menschen erreicht und ihnen